Hallihallo, liebe virtuelle Welt. Hier ist euer alter Mann. Es ist Donnerstag, der 19. November 2020. Mein bürgerlicher Name ist Werner Michael Heuss und wie ihr schon unschwer an meiner dunklen Kleidung erkennen könnt, geht es heute weiter mit der ganz dunklen Seite des Internets. Und in den verbleibenden 6 Wochen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich angekündigt habe, dass ich mit den Straftaten des Fünf-Sterne-Sonnenclan, angeführt durch König Knacknack und seine 12 Schergen aus dem Führungskreis plus einer Schar von Handlangern, die mit 350 plus Dunkelziffer zu beziffern sind. Und der Anlass meines heutigen Videos, was ich sehr, sehr spät erst aufgenommen habe, um euch nicht diesen Tag zu verderben. Der Anlass ist am 19. November, und das ist jetzt kein Scherz, ihr Lieben, findet weltweit der Toilettentag statt. Und ich möchte diesen Tag 2020 nutzen, um euch zu zeigen, was es in der virtuellen Welt so alles gibt, was angeblich 5 Sterne hat, jedoch schlicht und einfach ins Klo gehört. Ganz vorneweg war da der selbsternannte König zu nennen, der augenscheinlich dem Fünf-Buchstaben-Club entsprungen ist, wie seine Qualitäten als Personenüberwacher mit einem Heer von IMs, die seit 2018 vornehm als Meldemumien im Netz tituliert werden. Große soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Co. werden dazu genutzt, um ganz gezieltes Cybermobbing bis hin zu Rufmord im ganz großen Stil zu betreiben. Und dort werden die Ergebnisse der 5-Sterne-Sonnenüberwachung, die allesamt aus purem Neid und grenzenlosem Hass auf meine virtuellen Erfolge resultierend gepostet wird. Ich habe euch, ganz wichtig ist, bei diesem Video wieder auf meiner Webseite werner-michael-heuss.com quer zu lesen, denn dort habt ihr einen Artikel dazu mit der passenden Bebilderung, woraus dann auch hervorgeht, worüber ich hier heute rede. Also erstmal den Artikel öffnen, den Link setze ich euch wie gewohnt, wie gehabt, unter dieses Video und dann könnt ihr mitverfolgen, was ich euch erzähle. Das erste Bild zeigt zum Beispiel, das wurde gepostet, ich glaube, im September 2018 in Facebook. Und zwar betreibe ich dort noch aktiv, beziehungsweise seit Jahren aktiv, weil es niemanden stört, eine Initiative Stopp Cybermobbing, die mir in dem von König Schnacknack so benannten gelben Laden schon viermal ohne Vorankündigung gelöscht wurde. Denn wer will schon gerne sein Licht unter den Scheffel stellen? Und wenn einer die Wahrheit ausplaudert, dann wird er erfahrungsgemäß mundtot gemacht. Ist doch ganz einfach. Es handelt sich augenscheinlich um eine Excel-Tabelle und dort ist aufgelistet zu verschiedenen Zeitpunkten die Stände meiner virtuellen Gruppen, also was Mitglieder betrifft. Und das wird wöchentlich protokolliert und da steht als Überschrift Werners Gruppen. Entschuldigung, ich muss jetzt näher ran, das ist sehr, sehr klein. Dann haben wir einmal Frieden, Herz, Menschen, Lügner, die ist mittlerweile auch weg, Friedenstaube und so weiter. Wertschätzung, Lachen ist gesund, alles, alles, alles. Und dort wird in einer Excel-Tabelle festgehalten, wöchentlich oder wahrscheinlich sogar täglich, es ist ja bloß ein Auszug, den er mir dort in Facebook gepostet hat, auf einen meiner Chronikeinträge dort. Und das Ziel war immer, wenn bei mir Abgänge sind, ja, in einem Netzwerk, in dem sich innerhalb von 6 Jahren 1,6 Millionen User abmelden, ist es auch nicht abwegig, dass da Menschen bei sind, die zu meinen Gruppen gehören.
Soweit ist aber ein König Schnacknack und seine 350 plus Schergen nicht in der Lage zu denken, weil mit einer Gehirnzelle ist nicht viel aufzuarbeiten. Und wir haben uns jetzt geeinigt auf Assistentin der Geschäftsleitung, also die Kurzbeinige des Fünf-Sterne-Sonnenclan, ergötzt sich an von ihr selbst so benannten virtuellen Orgasmen, wie auch immer das aussieht, sprengt meine Vorstellungskraft. Und an dem gleichen Tag und unter dem gleichen Post erschien dann auch noch ein Text. Und zwar, den Text lese ich euch vor. Werner, dein Gesicht möchte ich nicht tragen, das ist mit Hass zerfressen. Das ist unglaublich, ja. Du liebst nur dich selbst. Ja, deshalb habe ich auch ihre Spionin 2,5 Jahre durchgefüttert, ganz klar. Und ihr ein Bett gekauft und so weiter, um dann irgendwann, naja, ist egal. Verachtet alle anderen Menschen mit Igno, die nicht auf seiner Linie tanzen. Auf meiner Linie braucht niemand tanzen. Es braucht man sich. Das Einzige, was ich fordere, ist, sich normal zu benehmen. Und das, was die präsentieren, diese Leute, das hat noch nicht mal mit unnormal benehmen zu tun. Das ist wirklich klowürdig. Rein, runterspülen, weg damit. Ja, und darunter ist ein Bild. Ein Mensch mit Zunge raus, das ist ja sein Lieblingsmotiv. Seine Alte streckt ja immer bei Friedensinitiativen und so weiter die Zunge raus, um ihre Verachtung zu zeigen. Und dann ein Einäugiger. Ihr wisst ja, hier mein rechtes Auge, das ist stark von meiner Krankheit betroffen. Also im unterm Strich ist also die Demonstration, dass ich überwacht werde, nicht genug, denn König Schnacknack, der Betreiber und Initiator, hat immer gleich noch ein paar besonders abwertende Worte für mein Aussehen, welches von einer unheilbaren Krankheit gezeichnet ist, völlig respektlos und natürlich auch eine menschenverachtende Karikatur obendrauf, um seinem grenzenlosen Hass gegen meine Person auch noch schnell optisch den letzten Feinschliff zu verpassen. Bravo! Und diesen Hass verbreiten König Schnacknack, seine 12 Topmobber aus dem Führungskreis und die 350 plus Dunkelziffer Schergen, ich nenne sie ja Mietkleider, weil sie alle gekauft oder gemietet sind, in das gesamte Internet, um es auf den Punkt zu bringen, in alle sozialen Netzwerke, selbst die kleinsten, YouTube und natürlich vor allem auf meinen privaten Webseiten. Ich habe ja eine wieder neu ins Leben gerufen, nachdem mir König Schnacknack an meinem 61. Geburtstag meinen Surfer samt meiner 10 Webseiten per Anstiftung zu einer Straftat durch einen IT-Spezialisten lahmlegen lassen hat, indem man mir einen Computerwurm untergemogelt hat. Punkt. Und die Überwachung meiner Person erfolgt nicht nur rund um die Uhr im Netz, sondern es gibt laut eigener Angaben ihrer königlichen Hoheit auch Schergen, die mein Privatleben vor Ort wie zu Zeiten des Fünf-Buchstaben-Club ebenso überwachen und protokollieren. Er selbst macht sich ja nur äußerst selten die Finger schmutzig, wenn dann gleich richtig volles Ballett. Da haut er richtig auf den Tisch, immer so, naja, alles halbe Jahr mal so. Ansonsten macht die Drecksarbeit ja der königliche 800 PS Motor, nämlich seine Assistentin der Geschäftsleitung, vermutlich eine langjährige Klofrau, ich kann es nur vermuten, 70 plus Jahre alt, die sich überhaupt nichts schämt, gar nichts. Neben einer ganz besonders schwer ausgeprägten multiplen Persönlichkeitsstörung, nachweisbar von Dutzenden von Namen, Vornamen sowie Nachnamen männlicher wie weiblicher Natur, die sie benutzt und nachweislich etwa 30 Fake-Profilen in diversen sozialen Netzwerken. Diese Frau leidet vor allem an einer recht sehr merkwürdigen sexuellen Gesinnung. Ich habe da ein Bild zugepostet. Das Bild ist vom 19.03.2019, zeigt ein Cockcam-Set,
Die GoPro für den Penis, Dinge, die die Welt noch braucht. Jules präsentiert die Actionkamera für den Penis, vorbereiten, überziehen und. Die Cockcam von Jules bietet Filmemachern ganz neue Blickwinkel und Möglichkeiten. Das ist mal nur so ein Beispiel, wie man auf diesem Bild unschwer erkennen kann und wie aus dem Text und so weiter hervorgeht, soll wohl der Partner beim Verkehr mit einer 70-Plus-Jährigen, ja, stelle ich mir auch sehr spannend vor und sehr erotisch, beim Akt eine Peniscam tragen, um den Akt möglichst hautnah aufzeichnen zu können. Ob die gute Frau noch regelmäßig isst und trinkt, lässt sich leider nicht ermitteln, denn sie arbeitet feige aus der Anonymität heraus und dazu betreibt sie Untergrund-Chatgruppen sowie WhatsApp-Gruppen, um schnellstmöglich die Clan-Mitglieder über neue Aktionen gegen meine Person zu informieren. Dann kommt ein weiteres Bild. Das Bild zeigt eine sich übergebende Frau mit dem Text: So geht's nicht nur mir. Und in dem Bild selbst ist diese sich erbrechende Frau zu sehen. Bei manchen Menschen bekommt man dieses Kotzgefühl, wenn man nur ihren Namen hört. Demzufolge müsste ich hier eigentlich pausenlos diverse Behälter rund um mich lassen wir das. Eine ganz wesentliche Rolle im Leben dieser Assistentin der Geschäftsleitung des Fünf-Sterne-Sonnenclan haben Fäkalien und Erbrochenes. Ich hatte schon mehrfach darüber berichtet und es gab auch schon diverse Bilder gezeigt, aber ich habe festgestellt, in etwa jedes zehnte Bild, was sie in sozialen Netzwerken, momentan sind sechs Netzwerke, in denen sie sich aktiv aufhält, bekannt, verbreitet, haben Erbrochenes oder Fäkalien zum Inhalt. Und umso ekelerregender die Bilder und Texte sind, umso intensiver erfindet diese massiv gestörte Person die von ihr sogenannten virtuellen Orgasmen, die sie, wie sie überall propagiert, dabei empfindet, wenn sie andere Menschen abartig und völlig menschenunwürdig verhöhnt. Jetzt merkt ihr schon, späte Stunde und warum. Aber damit ist noch lange nicht genug, denn die Kurzbeinige hat noch weiteres abartiges Gedankengut. Darunter habe ich euch wieder eine dreiteilige Bilderserie. Eingefügt in meinen Artikel und das ganz linke Bild ist das, worauf ich jetzt mich hier konzentriere, zeigt wieder einen Post und zwar vom 1.11.2017, also gut 3 Jahre alt. Egal ob sowieso Homepage, Facebook, Twitter oder YouTube oder. Und dann ist eine Person, die in eine Toilettenschüssel eine Webcam installiert. Ich baue, dann habe ich den Rest da ein bisschen rausgeX, weil es dann zu sehr unter diesem eine Webcam in die Kloschüssel. Kann ich. Damit er auch den letzten Scheiß bei sowieso, also geht um eine bestimmte Community, tickern kann. Also die Frau hat garantiert den letzten Schuss nicht gehört, auch nicht den vorletzten und die anderen 300.000 davor. Und überlegt euch das mal. Nicht nur, dass sie bei der schönsten Sache der Welt eine Kamera einsetzen will. Nein, nein, sie träumt sogar davon, diese bei Personen, die sie denunzieren und erniedrigen will, Kameras in der Toilette zu installieren. Bin fassungslos, ganz ehrlich. Ich bin fassungslos, obwohl ich jedes Jahr und jeden Tag denke, es kann nicht mehr schlimmer kommen und es kommt immer schlimmer. Ihr habt keine Vorstellung davon, was ich durch. Und überlegt mal. Ein König. In Köln haben wir ein Ilverat. Die brauchen mehr Man- oder Wife-Power. Also haben sie 12 Leute im Führungskreis. Plus 350 plus Dunkelziffer Schergen, die Dreck gegen meine Person in alle Netze verbreiten.
Überlegt euch mal. Und der Verteilerschlüssel ist genau festgelegt und alles. Ich bin davon überzeugt, dass Millionen Menschen in Deutschland virtuell schon erfahren haben, dass der Mensch, der für Frieden und soziale Gerechtigkeit steht, laut Fünf-Sterne-Sonnenklan ein sonst was ist, weil es einfach per Rufmord so verbreitet wird. Herzlichen Dank. Bravo, prima. König Nacknack selbst hat ja irgendwann so ins Klo gegriffen, dass ihn eine Community nach 10 Jahren Mobbing endlich abpfeifen lassen hat. Tschüssikowski weg damit, obwohl ich mir lebhaft vorstellen kann, dass er mit diversen Fake-Profilen noch präsent ist, ebenso wie seine Frau und seine, angeblich hat er auch eine 18-jährige Tochter. Ich weiß es nicht, ich kenne den Mensch nicht. Und nun gilt es, das ist mein Ziel seit mehr als 4 Jahren, die Kurzbeinige mit all ihren Schandtaten so in Szene zu setzen, dass sie in absehbarer Zeit nur noch das Klo oder ihr Töpfchen im eigenen Zuhause nutzen kann, weil man nämlich dieser guten Frau einerseits aus Eigenschutzgründen oder besser gesagt und geschrieben zum Schutz des allgemeinen Wohls aller Bürger der Bundesrepublik Deutschland, nur um es mal gehört zu haben, sie rühmt sich mit ihrer Organisation, die Zahl war mal irgendwo zu lesen, 40.000 User aus einer Community rausgemobbt zu haben im Verlauf von 11 Jahren. Das ist schon eine ansehnliche Leistung. Ja, und mein Ziel ist, der für alle Zeiten den Stecker zum Internet zu ziehen. Das heißt, sie kriegt keinen Vertrag mehr bei keinem Anbieter. Weder einem Anbieter, der Internet zu Hause vertreibt, noch bei einem Mobilfunkanbieter. Die kann ein Nothandy für alte Omas, wo sie dann ihre Zugehfrau oder ihre Putzkolonne oder sonst was bestellt. Ja, das hat sie ja alles, Gott sei Dank. Unser Sozialsystem gibt ja sowas vor für solche Menschen. Unglaublich. Und im nächsten Video zeige ich euch, auf welche impertinente Art und Weise die Kurzbeinige tagtäglich Rufmord gegen meine Person betreibt und wie ihre Schoßhündchen, gezeigt an einem brandaktuellen Beispiel aus den letzten Tagen, der Kurzbeinigen stolz nachäffen. Wie der Herr, so es geschehe, gilt, ist Unisex, gilt für Männlein wie Weiblein. Also in den nächsten Tagen ist für reichlich Spannung gesorgt. Es geht aufs Wochenende zu. Krimi-Zeit. Krimis wegschmeißen, Krimis nicht angucken, Werner lauschen und auf meiner Webseite wundervolle Bilder gucken. Vielleicht nicht vergessen, Handtuch oder so bereitzulegen, falls es den einen oder anderen dann doch trifft. Nein, so schlimm ist es nicht, aber sicher ist sicher. In diesem Sinne wünsche ich uns allen heute einen schönen Tagesausklang. Und von Herzen gerne, dass wir von Faktor C in der realen Welt verschont bleiben und im Internet vom Wahn des Fünf-Sterne-Sonnenclan. Toi, toi, toi. Wünscht. Bis dann. Ich hab euch alle lieb. Euer alter Mann. Ciao, ciao, ihr Lieben. Ciao.